Hi, heute ein weiteres Video zum Thema Vlogging mit der Nikon Z50. Und zwar hatte ich beim letzten Video einen Test damit gemacht. Wie ist die Videofunktion, wenn man die Kamera als Videokamera nutzen möchte, im klassischen Vlogging-Einsatz für YouTube oder wo auch immer. Und ich hatte das mit dem Kit-Objektiv ausprobiert bei 16 mm, also relativ weitwinklig. Und mir war das jetzt nicht so wichtig, dass ich mich beim Filmen selber sehe. Ist ja ein Selfie-Video sozusagen. Und weil ich ungefähr weiß, wie ich die Kamera zu halten habe, damit das entsprechend aussieht, damit ich im Bild drauf bin. Punkt oder Motivation dieser Aussage war, dass ja häufig kritisiert wird, dass das Klappdisplay nach unten klappbar ist. Aber wenn die Kamera jetzt auf dem Stativ steht, so wie jetzt gerade, dann habe ich keine Chance, mich selber zu sehen. Und meine Aussage daraufhin war, ich persönlich finde das nicht wichtig. Jetzt habe ich folgendes Tool entdeckt und muss meine Aussage dahingehend korrigieren. Das ist aber auch nur mit dem Tool so cool. Und ich zeige das mal kurz. Ich schnappe mir mal schnell mein Handy. Und ich hoffe, so, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Dass der Autofokus nicht aufs Handy springt, beziehungsweise dass ich damit nicht im Bild bin. Genau, jetzt kann man das erkennen. So, und zwar, das ist ein Spiegel, den ich auf den Blitzschuh stecke. Ja, und ich sehe mich dann. Und das Ganze ist auch noch in Kameraachse. Ich muss nicht zur Seite gucken, sondern es ist einfach nur ein Schwenk mit den Augen nach oben. Und und so kann ich mich halt selber im Bild optimal positionieren. Kann das kurz checken, bin ich drin, bin ich nicht drin. Und genau, muss mich so hingehend korrigieren. Ich finde das eigentlich ganz cool. Explizit mit dieser Lösung, so habe ich die Option. Ich finde das Klappdisplay fürs Fotografieren auch im Grunde genommen besser, weil das geht viel schneller, wenn ich zum Beispiel eine von unten Perspektive habe. So, mit diesem Spiegelaufsatz, das gab es bei Amazon, den Link packe ich gerne in die Videobeschreibung. Mit diesem Spiegelaufsatz habe ich halt die Möglichkeit, mich richtig gut zu sehen. Ich glaube, das Ding ist entwickelt worden für die Sony Alpha, funktioniert aber auch perfekt mit der Nikon Z50 oder auch Z6. Ich mag das Teil, also so gesehen, ich werde ihn jetzt häufiger nutzen. Viel Spaß, schönes Wochenende, bis dann, ciao.